Oktober 1518. Martin Luther ist auf dem Weg nach Augsburg. Dort soll er auf einem Reichstag zu seinen Schriften Stellung nehmen. Darunter auch die berühmten 95 Thesen, die ihn nun sein Leben kosten können. Er war ein Visionär und gleichzeitig zögerlich. Er wollte eine Bewegung, er wollte eine Veränderung. Er hat sicher eben die Fähigkeit gehabt, die Masse mitzureißen. Im Vergleich zu Wittenberg, das war ein Kuhdorf, war Rom eine hochgebildete Stadt. In erster Linie war Luther ein unglaublicher Überzeugungstäter. Ein einfacher Mönch aus Wittenberg legt sich mit einer der mächtigsten Institutionen der Welt an. Die katholische Kirche ist nicht nur Wächter über das Seelenheil aller Menschen, sie ist auch eine politische Großmacht. Und nicht gewillt, diese Macht in Frage stellen zu lassen. Was also wird Rom tun, um Luther Einhalt zu gebieten? Die Kirche reagiert zunächst routiniert auf die unerhörten Thesen von Martin Luther und fährt schwere Geschütze gegen ihn auf. Im Auftrag des Papstes reist Kardinal Cajetan nach Augsburg. Ausgestattet mit umfangreichen Vollmachten soll er gegen Luther vorgehen. Mit seinen Thesen hat der Mönch einen Stein ins Rollen gebracht, der ihn jetzt, ein Jahr später, in höchste Gefahr bringt. Luther muss mit dem Schlimmsten rechnen. Bereits auf der Reise nach Augsburg schreibt er einen Abschiedsbrief an seine Gemeinde. Damit sie mich nicht unvorbereitet töten. Sicher hat ihn nicht angetrieben, irgendwann zu einem deutschen Lutherdenkmal zu werden oder auch zu einem internationalen Lutherdenkmal. Was ihn angetrieben hat, waren zwei Fragen. Zum einen, wie kann sein Verhältnis zu Gott aussehen? Wie kann er ein freies Verhältnis zu Gott und seinen Menschen kriegen? Und welche Zukunft hat seine Kirche, von der er glaubte, dass sie ihm viel nicht mehr dem treu war, was eigentlich ihr Auftrag war? Christine Grafinger leitet die Handschriftenabteilung der Vatikanischen Bibliothek. Sie öffnet für uns das Geheimarchiv. Welche Maßnahmen ergriff Rom gegen den kleinen Mönch aus Wittenberg? Die Antwort darauf muss hier zu finden sein. Im Archiv sind 85 Kilometer Speicherlänge, wo die ganzen Akten und Dokumente abgelagert sind. Rom, die alles entscheidende Instanz. Der Papst unterhält einen riesigen Machtapparat, die modernste Behörde der Welt. Wie ernst nimmt man hier den kleinen Mönch aus Deutschland? Immerhin ist man mit Wichtigerem beschäftigt: Kriege, Weltpolitik und vor allem der Bau der größten Kirche der Welt, der Petersdom. Ein Prestigeprojekt päpstlicher Macht, das natürlich Geld kostet. Aber wer göttliche Strafen im Jenseits erlässt, kann dafür wohl auch etwas verlangen. Vor allem in Deutschland werben nun Ablassprediger um jeden Heller. Noch hören die Menschen dort auf die Prediger. Doch so langsam beginnt man, sich auch aus anderen Quellen zu informieren. Auch wenn eine Bibel für den Einzelnen noch unerschwinglich ist, hat der Buchdruck die Zahl der Publikationen bereits enorm ansteigen lassen. Immer mehr Menschen beginnen zu lesen. Sie wollen Antwort auf die Frage, die sie am meisten quält: Wie entkomme ich der Hölle? Man muss wissen, dass die damalige Zeit sehr vom Aberglauben geprägt war und auch natürlich von massiven Ängsten. Also es hat sich jeder vom Teufel gefürchtet. Es war eine große Angst davor, ins Fegefeuer zu kommen. Jede Tat, jedes Wort, sogar jeder Gedanke wird am Ende des Lebens auf die Waagschale gelegt. Folgen dann die ewigen Qualen und das ewige Feuer?
Wie kann man vor diesem Gericht bestehen? Die Antwort der Kirche ist klar. Sünder, Feuerqualen warten auf dich und deine Familie. Erlöse dich und die Deinen. Kauf den Ablass. Und fahr mit päpstlichem Siegel gen Himmel. Zu näheren Informationen wenden Sie sich an den Ablassberater in Ihrer Nähe. Man kauft sich ein Ticket aus dem Fegefeuer. Der Ablass ist längst zur reinen Handelsware und zu einem riesigen Geschäft verkommen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten, Kirche und Sünder. Die Logik dahinter ist einfach. Die Macht des Papstes und der Kirche reichen bis ins Jenseits. Daraus ein Geschäft zu machen, ist für Luther ohnehin Betrug. Nach und nach will er aber auch der theologischen Argumentation dahinter nicht mehr folgen und beginnt, die Autorität des Papstamtes in Frage zu stellen. Man kann natürlich sagen, es ist ganz praktisch, dass man sich auf diese Weise pekuniär von seinen Lasten befreit. Aber das Interessante an der Wiederentdeckung Luthers ist ja, dass er feststellt, das funktioniert aber nicht. Das wird ja auch kein Vater machen, wenn der sagt, also Papi und Mami gehen jetzt mal ins Kino, aber spielt bitte im Wohnzimmer kein Fußball. Und dann macht er das mit seinem Bruder trotzdem, der Junge. Und bums fällt die chinesische Vase um. Jetzt kommen die Eltern nach Hause, die Kinder heulen und die Eltern haben natürlich Mitleid, nehmen die Kinder in den Arm und sagt, es ist schon alles wieder gut. Und da kann man sich ja nicht vorstellen, dass der Vater sagt, es ist alles wieder gut, also die Schuld ist erlassen, aber wegen der Pöhner, also wegen der Strafe, kommst du jetzt die nächsten 6 Wochen, da haut Papa dir jeden Abend um 5 Uhr den Hintern voll. Völlig idiotisch. Und das hat Luther gemerkt. Magdeburg 1517. Der erfolgreichste Sales Manager in Sachen Ablass, Johann Tetzel, auf dem Weg zu seinem Hauptquartier. Nichts scheint seine Geschäfte zu stören. Fast nichts. Tetzel war selbst einer von denjenigen, die den Ablass gepredigt haben. Sicherlich aus fester Überzeugung, weil er ja der Meinung war, man tut etwas Gutes, man tut für die Seelen etwas Gutes, man tut auch für den Bau des Petersdoms in Rom etwas Gutes. Das heißt, es war insgesamt im Sinne seiner Frömmigkeit ein ideales Geschäft. Und nun kommt ein Störenfried. Es ist ein Riesengeschäft, das wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt wird. Und Johann Tetzel verdient besonders gut daran. Die Hälfte seiner Einnahmen schickt er zwar nach Rom, doch die andere Hälfte können sich Tetzel und sein Bischof untereinander aufteilen. Dieser hat sich sogar enorm verschuldet, um überhaupt ins Ablassgeschäft einsteigen zu können. Es steht also einiges auf dem Spiel. Störenfriede sind da nicht erwünscht. Kein Wunder also, dass Johann Tetzel höchst alarmiert ist, als er von Luthers 95 Thesen gegen den Ablasshandel erfährt. Zumal er sich durch diese auch persönlich attackiert fühlt. Denn These 27 besagt, der Spruch, die Seele aus dem Feuer springt, sobald die Münz im Kasten klingt, sei reine Menschenlehre. Doch nicht nur das. Tetzel ahnt, die Thesen werden sich rasch verbreiten. Sein Geschäft ist in Gefahr. Die 95 Thesen, das ist ja eine Zahl, die bleibt einfach in Erinnerung. Jeder hat das in der Schule irgendwo mal gehört, gelernt. Die Thesen waren in der Tat relativ knapp und kurz. Insofern kann man sagen, dass die Kommunikation von Luther durchaus modern war. Die Thesen finden Verbreitung. Luther, ein PR-Genie? Was kann man gegen so jemanden tun? Tetzel erstattet Anzeige in Rom. Können Sie mich bitte mit seiner Exzellenz verbinden? Ich warte. Aller Wahrscheinlichkeit nach kam auch vom Bischof Albrecht von Mainz eine entsprechende Meldung nach Rom. Das heißt, es scheinen verschiedene Kanäle nach Rom gegangen zu sein, die auf diesen Störenfried Luther hingewiesen haben. Die Verstörung Luthers und auch anderer gegenüber dem Ablass hat einen inneren theologischen Grund und der stellt eben die Machtfrage. In seinen Thesen stellt Luther die Machtfülle des Papstes in Frage. Kann der Papst wirklich den Menschen Strafen im Jenseits erlassen und damit in den Machtbereich Gottes eingreifen? Kaum jemand hatte den Mut, das öffentlich anzuzweifeln.
Doch nun wollen sich immer weniger Menschen dieser geistlichen Macht beugen. Luther hinterlässt Spuren im Volk und in der Kirche. Im apostolischen Palast sieht man noch heute, was deutsche Landsknechte im 16. Jahrhundert hier in die Wände geritzt haben. Für Rom ist der Fall klar. Luther ist ein Ketzer, wie es auch vor ihm schon viele gab. Man muss ihm Einhalt gebieten. Geschehen soll dies auf dem Reichstag in Augsburg. Eigentlich eine Kleinigkeit für Kardinal Cajetan, den päpstlichen Gesandten. Er war vielleicht unter den Kardinälen der intelligenteste. Und Cajetan war ein Dominikaner. Die ersten Gegner Luthers waren alle Dominikaner. Und der wurde zum Reichstag abkommandiert und sollte da auch die Lutherfrage am Rande behandeln. Die ist ja nicht auf dem Reichstag behandelt worden. Für Luther aber ist die Angelegenheit keine Nebensache. Es geht um seine Existenz. Es war rechtlich klar, dass derjenige, der rechtlich unter den Bann gelegt wurde von Seiten des Papstes, auch in die Acht des Reiches kommen würde. Das heißt, er musste damit rechnen, dass er rechtlos werden würde und damit auch, dass er umgebracht, hingerichtet werden konnte. Denn Luther war damals noch kein Denkmal. Bloß ein kleiner Mönch vom Rande des Reiches. Ein Mann, der zunächst die Theologie und die Frömmigkeit seiner Zeit bedingungslos akzeptiert. Auf der Suche nach Seelenheil schreckt er nicht einmal vor Selbstgeißelung zurück. Denn es scheint klar, wer Frommes leistet, kommt eher in den Himmel. Stundenlange Gebete und Bußübungen sind die Folge. Aber wann ist es genug? 1511 besucht er Rom und rutscht auf seinen Knien wie üblich die Stufen des Lateranpalastes hoch, auf jeder Stufe ein Vaterunser betend. Nur um den Ablass für seinen verstorbenen Großvater zu verdienen. Luther, ein Mönch seiner Zeit. So deutet zunächst nichts darauf hin, dass der 1483 in Eisleben geborene Sohn eines recht wohlhabenden Bergmanns die Grundfeste der Kirche erschüttern wird. Martin Luther entscheidet sich für ein Leben als Mönch, gegen den ausdrücklichen Willen seines Vaters. Ein Leben in der Kirche, um Gott zu gefallen. Mit 25 Jahren kommt Luther nach Wittenberg. Friedrich, der Kurfürst von Sachsen, hat hier eine Universität als sein persönliches Prestigeprojekt gegründet. Luther beginnt hier Vorlesungen zu halten. Ihn selbst quälen aber immer wieder dieselben Fragen. Wie entkomme ich der Hölle? Wie gelange ich in den Himmel? Seine Antwort ist radikal. Allein durch den Glauben. Damit erteilt er der Leistungsfrömmigkeit seiner Zeit eine klare Absage. Die Universität Wittenberg ist deshalb in aller Munde und das gefällt Friedrich. Der mächtige Kurfürst fühlt sich weit weg von Rom. Aber öffnet wirklich allein der Glaube schon die Tore zum Himmelreich? Ein Jahr ist vergangen, seitdem Luther seine Thesen veröffentlicht hat. Nun muss er vor dem Augsburger Reichstag dafür gerade stehen. Doch auch er hat immer wieder Zweifel. Magenkrämpfe und Schweißausbrüche plagen ihn. Nach heutigem Wissen würde man diese psychosomatischen Beschwerden, die Luther da gezeigt hat und die immer wieder erwähnt worden sind, durchaus dem Krankheitsbild einer Depression zuordnen. Also er hatte sicher immer wieder Phasen, wo er sehr melancholisch war, sehr depressiv war. Und diese Krankheitsbilder oder diese Beschwerden, die da aufgezeigt werden, passen wunderbar in dieses Bild. Er war mit Leidenschaft eben nicht nur Theologe, sondern auch jemand, der um seinen eigenen Glauben und auch um seine Nähe und Ferne zu Gott gerungen hat. Luther weiß, wer ihn in Augsburg erwarten wird: Kardinal Cajetan, der Gesandte des Papstes. Und er weiß, dass die Heilige Kirche bislang mit Ketzern stets kurzen Prozess gemacht hat. Ich glaube, dass Luther bereit war, alles auf eine Karte zu setzen. In dem Sinne war, glaube ich, die Dynamik des Prozesses so stark,
dass es irgendwann auch so einen Point of No Return gab. Und in der Situation musste man sich einfach entscheiden. Und Luther hat sich entschieden, für seine Ideen einzustehen, auch wenn sein Leben dabei auf dem Spiel stand. Aber was hat Rom wirklich vor? Soll Luther tatsächlich getötet werden? Oder wie will die Kurie ihn sonst zum Schweigen bringen? Die Antwort müsste im Vatikanischen Geheimarchiv zu finden sein. Christine Grafinger sucht jenes Dokument, in dem Luther zum ersten Mal in Rom Erwähnung findet. Sie findet einen Brief des Papstes an Friedrich, den Kurfürsten von Sachsen. Im August 1518 schreibt der Papst: Es sei doch unverantwortlich, dass unter der Gunst und Gnade, dem Schutz und Schirm des Kurfürsten, ein Kind der Bosheit namens Martin Luther seine Dummheiten auslebe. Luther wird also attackiert, nicht aber der ihn schützende Friedrich. Denn der Papst weiß, dass in der großen Politik dieser Fürst eine entscheidende Rolle spielen kann. Also werden im selben Brief auch versöhnliche Töne angeschlagen. Da will der Papst eben, dass Luther sich zurückhält und der Friedrich soll beruhigend auf seinen Untertanen wirken. Luther hat es weit gebracht. Selbst der Papst erwähnt seinen Namen. Ein unbedeutender Mönch aus Wittenberg ist zum Politikum geworden. Aber der gut gemeinte Brief bleibt unbeantwortet. Denn Friedrich hat Gefallen an Luther gefunden, also muss Cajetan die Sache in Augsburg regeln. Oktober 1518. In Augsburg treffen sich die Fürsten des Landes, um die wirklich große Politik zu bestimmen. Der alte Kaiser Maximilian ist krank und bald muss ein Nachfolger gefunden werden. Auch der Krieg gegen die Osmanen steht auf dem Programm. Und am Rande gibt's da noch diesen Luther. Trotz aller Ängste. Bei seiner Ankunft hat Luther auch Hoffnung. Zum ersten Mal wird er einem hochrangigen Vertreter der Kirche gegenüberstehen. Vielleicht kann er ja sogar den Kardinal von seinen Thesen überzeugen. In seinem Quartier angekommen, bereitet er sich auf das Duell vor. Er ahnt, was Cajetan von ihm hören will. Revoco, ich widerrufe. Denn nur durch einen schnellen Widerruf kann die Kirche diese lästige Angelegenheit schnell aus der Welt schaffen. Und Cajetan will es Luther sogar besonders leicht machen. Es sind lediglich zwei Aussagen übrig geblieben, denen er abschwören soll. Aber kann er das überhaupt noch? Revoco. Ein kurzes Revoco, ich widerrufe, reicht, um das eigene Leben zu schützen. Und doch, so viele Menschen stehen bereits hinter ihm, berühmte Theologen und sogar Fürsten. Aber es gibt auch Mahner. Der Rektor seiner Universität, der auch sein Beichtvater ist, rät ihm zum schnellen Widerruf. Doch wie lange wird noch der Kurfürst hinter ihm stehen? Vor Cajetan ist Luther auf sich allein gestellt. Sollte er es schaffen, den Kardinal zu überzeugen, kann er die gesamte römische Kirche hinter sich bringen. Schafft er es nicht, ist er verdammt. Lieber Herr Luther, schön, dass Sie kommen konnten. Wie war die Anreise? Nehmen Sie Platz. Tja, das sind schwere Vorwürfe. Heresie, Sie wissen ja, was das bedeuten kann. Aber noch können wir die Sache ja aus der Welt schaffen. Auch wenn natürlich manch einer sie als Feind der Heiligen Mutterkirche sieht. Wegen ihrer
Publikation. Ich bin mir Ihrer Haltung durchaus bewusst, Eminenz. Aber Ihre Schriften wurden eingehend geprüft. So wie der Heilige Vater und auch ich das sehen, entsprechen nicht alle Ihre Thesen dem Glauben der Heiligen und Apostolischen Kirche. Aber keine Sorge, es wurden entsprechende Vorbereitungen getroffen. Im Kern geht es ja nur um zwei Thesen, die Sie natürlich widerrufen müssen. Das verstehen Sie doch. Schwören Sie Ihren Irrlehren ab? Hm? Was genau meinen Sie? Worin bestehen meine Irrlehren? Cajetan war natürlich auch ein Theologe. Er wollte ihn eigentlich dazu bringen, zu widerrufen. Wenn jemand als Ketzer verdächtigt wurde, dann konnte er widerrufen. Dann wurde er in die Kirche zurück aufgenommen. Er unterwarf sich also der Kirche und ihrer Meinung. Und dann konnte man vielleicht im Anschluss über bestimmte Themen sprechen. Aber es war nicht üblich, dass man verhandelt über das, was man als heretisch ansah. Das war nicht üblich. Und das war das Problem. Und Luther wollte aber verhandeln. Worin Ihre Irrlehren bestehen? Fragen Sie das ernsthaft? Ja, Luther meinte das wirklich so. Luther hat gehofft, seine Theologie einem klugen Kardinal, und Cajetan galt als klug, vortragen zu können. Und er hat gehofft, dass Cajetan ihn verstehen würde. Und das ist eben nicht der Fall gewesen. Luthers Ansichten formen faktisch eine neue Kirche. Hybris, dein Name ist Martin. Cajetan. Send. Cajetan erkennt genau, wohin Luthers Theologie im Grunde führt. Sie greift die Fundamente der Kirche direkt an, indem sie dem Papst die Macht abspricht, zwischen Mensch und Gott vermitteln zu können. Dabei konnte der Papst in Rom seine Macht gerade erst festigen. Kein guter Zeitpunkt also, um das nun wieder in Frage zu stellen. Eine gewagte These, aber vor allem ein gefährlicher Widerspruch zur Lehre Roms. Viele haben so etwas mit dem Tod bezahlt. Der vielleicht bekannteste, Jan Hus. Er wurde 100 Jahre zuvor verbrannt. Wiederholt sich nun die Geschichte? Auch Jan Hus erschien vor seinen Richtern im guten Glauben, seine Argumente unbehelligt vortragen zu dürfen. Was blieb, war das Feuer. Und das war nun eine Chiffre, mindestens, die im 16. Jahrhundert sehr, sehr gut bekannt war. Luther ist noch immer in Augsburg. Doch kurz vor der letzten entscheidenden Unterredung mit Cajetan fasst er einen Entschluss. Wie wir soeben erfahren haben, ist Martin Luther während der Nacht aus der Stadt Augsburg geflohen. Sein Gespräch mit Kardinal Cajetan am Rande des Augsburger Reichstages konnte deshalb nicht zu einem Ende gebracht werden. Für Rom ist die Flucht Luthers nur eine weitere Bestätigung, schuldig im Sinne der Anklage. Doch der Zufall kommt Luther zur Hilfe. Der alte Kaiser stirbt und das Rad der Weltpolitik beginnt sich von neuem zu drehen. Der Papst braucht nun Friedrich, den Kurfürst von Sachsen, mehr denn je als Verbündeten gegen die allzu mächtigen Habsburger. Und Friedrich weiß seine Stellung zu nutzen. Die Acta Lutheri wird ruhend gestellt, denn der neue Kaiser bedarf seiner Zustimmung. Luther gewinnt Zeit. Anderthalb Jahre ruht sein Verfahren in Rom. Es sind die entscheidenden Monate, in denen er seine Gedanken ordnet und vor allem publiziert. Luther wird zum Bestseller, er wird zum Star. Seine Reformation ist zu einer Bewegung geworden, die immer mehr Anhänger findet. Halb Deutschland hat nun einen gemeinsamen Feind, den Papst. Rom dagegen ist noch immer in die Weltpolitik verstrickt und lässt mit Rücksicht auf Friedrich den Mönch gewähren.
Die anderthalb Jahre Stillstand waren natürlich schon problematisch für die Kirche. Dadurch ist ein Vakuum entstanden. Normalerweise in der modernen Kommunikationslehre muss man seine Botschaften immer wiederholen. Man muss am Ball bleiben, darf nicht abtauchen. Während man in Rom versucht, einen Kaiser aus dem Hause Habsburg zu verhindern, verliert man das Geschehen um Luther im Heiligen Römischen Reich aus den Augen. Bis ein Professor aus Ingolstadt seinen persönlichen Feldzug gegen Luther startet, Johannes Eck. Der papsttreue Theologe fordert Luther zum Duell. Das hat auch damit zu tun, dass es ein Stück enttäuschte Liebe offenbar gewesen ist. Da schickt man jemanden im Frühjahr 1517 Schriften zu und sieht dann ein halbes Jahr später formuliert der Thesen, gegen die man vehement vorgehen muss. Wie das bei Professoren ist, der eine gönnt dem anderen nicht die Wurst auf dem Brot. Und das war auch, wenn ich den Gegner niederringe, dann bin ich der Große. Nach und nach zieht Johannes Eck die Schlinge um Luthers Hals enger und enger. Luthers spektakuläre Thesen schlagen weiter Wellen. Der Wittenberger Mönch, der sich so klar gegen den Ablass gestellt hat, er lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Die Frage lautet, sind seine Thesen auch gegen die Kirche? Kommt es jetzt in Leipzig zum ganz großen Knall? Dort sollen nämlich Johannes Eck, ein treuer Anhänger des Papstes und der römischen Lehren, und Andreas Bodenstein aus Karlstadt, ein erklärter Lutherfreund und damit auch ein Romkritiker, aufeinandertreffen. Es wird sicher hart gekämpft werden hier in Leipzig. Das zumindest erwarten alle Beobachter. Dennoch, einige stellen sich auch die Frage, macht Luther einen Rückzieher? Oder warum kommt er nicht selbst zu diesem Streitgespräch? Leipzig, Juni 1519. Hier soll sich im akademischen Rahmen entscheiden, ob Luther nun ein Ketzer ist oder nicht. Denn durch das Schweigen Roms ist diese Sache noch immer nicht endgültig geklärt. Johannes Eck, der papsttreue Theologe, bittet hier zur Disputation. Luther nimmt schließlich die Herausforderung an und übernimmt anstelle Karlstadts. Die Fronten sind klar. Eck argumentiert mit lehramtlichen Entscheidungen, die Luther nicht bedingungslos akzeptieren kann. Eck und Luther haben sich sehr gut vorbereitet, haben auch Absprachen getroffen, nach welchem Verfahren die Disputation stattfinden sollte. Man war sich klar darüber, worüber man streiten würde. Es gab schon einen Schriftenaustausch im Vorfeld. Beide wussten sehr genau, worauf sie sich einließen. Eck hat ein klares Ziel. Er will nachweisen, dass Luther ein Ketzer ist. Den kriegen wir schon. In der freien Rede hat er keine Chance. Wir sind heute hier, um zu diskutieren, nicht um ein Buch zu verfassen. Herr Luther. Luther. Den krieg ich schon. Was wollen Sie mit den Zetteln? Benutzen Sie die freie Rede. Eck wusste, dass er ein begnadeter Disputator war. Das war schon, ehe die reformatorische Bewegung begann, bekannt unter anderem durch Disputationen, die er in Wien gehalten hat, die überall Aufsehen erregt haben. Luther kennt das stärkste Argument seines Gegners. Erst vor 3 Jahren hat sogar ein Konzil entschieden, der Papst darf praktisch alles. Herr, können Sie hierfür irgendeinen Beleg aus der Heiligen Schrift anführen? Was Päpste und Konzilien dazu sagen, weiß ich. Nur wo ist der Beleg dazu in der Schrift? Luther, benutzen Sie doch die freie Rede. Wir sind hierher gekommen, um zu diskutieren und nicht um ein Buch herauszugeben. Er war genial als Rhetor in einer solchen Disputation. Und wenn er einen Moment der Schwäche bei seinem Gegner merkte, dann nutzte er das gnadenlos aus. Das hat er gegenüber Luther getan. Das Duell Eck gegen Luther dauert schon einige Tage. Doch die Zeit der anfänglichen Höflichkeiten, die ist jetzt wirklich vorbei. Jetzt wird mit harten Bandagen agiert. Laut letzten Informationen hat Eck den von der Kirche als Ketzer verurteilten Jan Hus ins Spiel gebracht und hier auf eine Stufe mit Martin Luther gestellt. Eck geht zum Angriff über. Und der Heißsporn Luther lässt sich durchaus provozieren. Wird er auch in die Falle tappen?
Der Moment für den entscheidenden Treffer ist gekommen. Das wäre ja fast so, als würden wir über die Thesen des schändlichen Jan Hus sprechen, dessen Schriften im Gegensatz zur Heiligen Kirche standen und verdammt wurden. Lieber Herr Doktor, non omnes articuli husitici sunt heretici. Nicht alle Worte des Jan Hus sind gotteslästerlich? Johannes Eck treibt Luther gewissermaßen vor sich her, bis Luther schließlich sagen muss, unter den Sätzen von Jan Hus, die auf dem Konzil von Konstanz verurteilt worden sind, sind wahrhaft allerchristlichste Sätze. Und damit ist für alle klar, Luther ordnet sich in die Reihe der verurteilten Ketzer ein. In dem Moment, muss man sagen, war der Sieger Johannes Eck. Johannes Eck hat das Ziel erreicht, was er hatte, nämlich nachzuweisen, dass Luther mit dem, was er lehrte, ein Ketzer war. Für Luther wird es nun wirklich eng. Er hat gegen Eck verloren. Dazu kommt, dass sich die deutschen Fürsten unterdessen für einen neuen Kaiser entschieden haben. Und der ist wieder ein Habsburger. Karl V. aus Spanien. Rom muss nun auf Friedrich keine Rücksicht mehr nehmen. Für Luther aber bedeutet das, der Prozess gegen ihn wird umgehend wieder aufgenommen. Plötzlich handelt Rom schneller als gedacht. Eine Expertenkommission, der auch Eck und Cajetan angehören, kommt zu einem Ergebnis. Ein Ergebnis, das heute noch im Geheimarchiv aufbewahrt wird. Es ist eine Bulle, die höchste Form eines päpstlichen Schreibens. Die Bulle Exsurge Domine, erhebe dich Herr. Der finale Warnschuss. Ab dem Zeitpunkt der Zustellung tickt die Uhr gegen Luther. Jedes Dokument, vor allem bei den Bullen, die werden zitiert mit den ersten Anfangsworten. Und das weiß man schon, wenn man die Seite aufschlägt, dann beginnt das eben. Und diese Bulle beginnt mit Esurge Domine. Das ist die Androhungsbulle der Exkommunikation, die an Luther geschickt worden ist. Er musste eben seine Thesen widerrufen. Wenn er innerhalb von 60 Tagen nicht widerruft, dann folgt die Exkommunikation. Hier ist nur die Androhung der Exkommunikation, wenn er nicht widerruft. Diese Bulle fängt natürlich an. Exsurge Domine, wilde Füchse wollen dein Weinberg zerstören. Ein Wildschwein wühlt es schon auf. Gut, das sind Psalmenzitate, aber wer gemeint ist, ist klar. Sonst ist die Bulle ganz nüchtern. Was dann besonders daran ist, und das war die Aufgabe von Eck, da werden 41 Sätze Luthers genannt, die verurteilt werden. 41 Sätze. Und Kardinal Cajetan hat gesagt, wir müssen die Sätze aber spezifizieren. Wir müssen sagen, das ist heretisch, das ist nicht ganz koscher und das ist anstößig. Aber das wird nicht gemacht. Da stehen die 41 Sätze und dann heißt es, diese sind heretisch oder für fromme Ohren anstößig, der Lehre widersprechend, für fromme Ohren nicht tragbar und so weiter. Es wird nicht spezifiziert. Und damit ist die Bulle sinnlos. Die gelehrte Welt lacht sich tot. Und auch Luther will die Bulle somit nicht ernst nehmen. Seine Reaktion ist dennoch eigenwillig. Luther, das PR-Genie? Auch das Verbrennen der Bulle geschieht öffentlich. Dennoch, die Zeit läuft. 60 Tage, bis der Kirchenbann automatisch ausgesprochen wird. Natürlich, das ist im Grunde ein prophetischer Akt.
zu zeigen, ich vernichte jetzt dasjenige, was versucht, mich zu vernichten. Er ist ja zu diesem Zeitpunkt schon in einer Situation, in der er diese Bannandrohungsbulle nicht einfach die Bulle des Papstes nennt, sondern die Bulle des Antichrist. Das heißt, er ist überzeugt, dass in der Kirche, in Rom, an der Spitze im Papsttum der Antichrist selbst wirksam ist. Und gegen den muss man mit aller Gewalt vorgehen. Er hatte erkannt, dass der Konflikt sich nicht mehr mit normalen Mitteln beheben lässt und hat eigentlich das gemacht, was wir heute im Zeitalter des Internets kennen. Er hat alles öffentlich gemacht. Er hat im Grunde genommen das gemacht, was wir heute kennen, indem man Schriften einfach ins Internet stellt und sie jedermann zugänglich macht. Das war im Grunde genommen auch ein Teil seines Schutzes. Das war eigentlich relativ klug. 60 Tage. In der Zwischenzeit gehen die Geschäfte normal weiter. Der Name Luther taucht nicht mehr in den Akten der päpstlichen Kanzlei auf, bis die Frist abgelaufen ist. Luther hat nicht widerrufen und 60 Tage später kommt jetzt die richtige Bannbulle. Das heißt, die wird natürlich auch wieder mit den Anfangsworten bezeichnet, Decet Romanus Pontifex, so wird sie zitiert. Und da in dieser Bannbulle steht eben, dass er jetzt aus der katholischen Kirche ausgeschlossen ist, weil seine Lehren nicht der kirchlichen katholischen Lehre mehr entsprechen. Normalerweise wäre Luther jetzt verloren gewesen, nach der Bannung. Denn seit dem Kaiser Friedrich II. Im 13. Jahrhundert haben alle Kaiser nach der Bannung, das ist ja die kirchliche Verurteilung, die Acht ausgesprochen. Das ist dann die weltliche Verurteilung. Was wird nun der weltliche Arm der Macht unternehmen? Wie reagiert der Kaiser? Showdown in Worms. Hier will sich der neu gewählte Kaiser Karl bei seinen Fürsten vorstellen. Es ist wieder Reichstag. Im Unterschied zu Augsburg steht die Luthersache hier aber im Mittelpunkt. Denn Luthers Lehren drohen bereits das gesamte Reich zu spalten. Längst ist es nicht mehr bloß ein Mönch gegen die Kirche. Luther hat das Volk und viele Fürsten begeistert. Der gemeinsame Gegner heißt Rom. Als Luther nach Worms reist, ist er längst ein Held. Der Reichstag in Worms. Luther findet eine Stadt im Chaos vor. Überall Trinkgelage und Aufruhr. Ist er der Auslöser für diesen Ausnahmezustand? Von überall im Reich strömen die Prostituierten in die Stadt. Wegen der Ausschreitungen sterben täglich Menschen. Bei all dem Chaos, Luther ist zu einer Symbolfigur des Widerstands geworden. Die Chronisten berichten, dass der römische Gesandte um sein Leben bangen muss. Wie will der Kaiser in dieser Situation ein Urteil fällen? Aber eine reale Chance hatte Luther im Grunde nicht. Wenn man die Dinge reichsrechtlich ansieht, dann hatte Karl V. zugestanden, dass entgegen dem Brauch, dass unmittelbar auf den kirchlichen Bann die Reichsacht folgen würde, Luther noch einmal gehört werden würde. Aber wir alle können heute juristisch unterscheiden, was ein Recht auf Gehör, ein Recht auf Mitsprache oder noch stärkere Rechte sind. Es war lediglich das Recht auf Gehör. Im Grunde bestand aus der Perspektive des Reiches keine Chance für Luther, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Er hat es in der Hand, Karl V. Aber was kann er tun? Ein toter Luther bringt Chaos und Aufruhr. Ein freier Luther droht das gesamte Reich von Rom zu spalten. Und ein Kaiser ohne Papst ist nicht denkbar. Vor kurzem haben wir die Meldung bekommen, dass Martin Luther vom Kaiser empfangen worden ist. Aber das Treffen soll nicht gut gelaufen sein. Martin Luther soll krankheitsbedingt geschwächt gewesen sein, berichten Insider. Aber er wird morgen noch einmal eine Chance bekommen. Der Kaiser wird ihn ein zweites Mal empfangen, zur selben Zeit. Ob das jetzt für oder gegen Luther spricht, kann man derzeit nicht wirklich sagen. Eines ist klar, für ihn steht morgen einiges auf dem Spiel. Für Martin Luther geht es morgen um Leben oder Tod. Luther ist in einer Situation, in der es ihm gelingt, die Agenda des Reichstags durcheinander zu bringen. Das muss man auch erstmal schaffen. Er wird gefragt, ihm werden die Bücher vorgelegt, er sagt, ja klar, die sind von mir. Und dann soll er widerrufen.
Und nun muss man bedenken, der Mann weiß seit Monaten, dass ihm Häresie vorgeworfen wird. Er hatte ja nun schon von kirchlicher Seite 60 Tage Widerrufsfrist. Die sind verstrichen, seitdem ist noch mehr Zeit vergangen. Und was macht er? Er sagt, die Dinge seien so kompliziert, er müsste doch noch mal ein wenig Bedenkzeit haben. Ein einziger Tag bleibt ihm noch. Schriftworte und Gewissen bezwungen. Kann er es schaffen? Kann er den Kaiser überzeugen? Schriftworte und Gewissen bezwungen, in den Worten Gottes gefangen. Damit würde er das gesamte Deutsche Reich von Rom und der Kirche lösen. Am 18. April 1521 wird Weltgeschichte geschrieben. Gott helfe mir. Es ist der Tag, an dem Martin Luther zum letzten Mal gefragt wird, ob er denn seine Schriften nun widerruft. Okay, passt. Dann machen wir das schnell noch. Schnell bitte Kamera. Der junge Kaiser Karl hat über Martin Luther die sogenannte Reichsacht verhängt. Sie wissen, was das bedeutet. Niemand im Reich darf Martin Luther jetzt mehr Unterstützung gewähren. Damit ist sein Todesurteil. Der Kaiser hat bereits vor Tagen entschieden. Das Urteil ist längst gefällt. Ein Stück Weltgeschichte in einer Pappschachtel. Das Urteil gegen Dr. Martin Luther, Mönch und Theologe aus Wittenberg, der behauptet hat, nur durch den Glauben werde man vor Gott gerecht. Nur die Heilige Schrift besitzt die höchste Autorität. Auch der Papst bekam eine Kopie. Im Wormser Edikt steht natürlich auch jeder, der Luther Unterschub gibt, der ist vogelfrei. Das heißt, er ist verfolgbar. Er kann im Grunde genommen, er macht sich schuldig. Das ist keine geistliche Verurteilung, sondern eine weltliche Verurteilung. Das heißt, er hat die Verpflichtung, eigentlich Luther an das weltliche Gericht auszuliefern. Hat der Kaiser wirklich alles bedacht? Mit der Verurteilung Luthers droht der endgültige Volksaufstand. Auch weil Luther immer noch Fürsprecher unter den Fürsten besitzt. Das Schicksal des Heiligen Römischen Reiches steht wegen Luther auf dem Spiel. Ob der Kaiser einen toten Luther wollte, das ist noch mal eine Frage für sich. Er wollte einen ruhigen Luther. Karl V. hat sich noch mal mit den Landesherren auch abgesichert, hat tatsächlich um entsprechende Zustimmung zu diesem Edikt sich gekümmert. Auch das gehörte zu den Befriedungsmaßnahmen. Wenn dann tatsächlich die leitenden Gestalten des Reiches auf seiner Seite sind, wenn Luther verurteilt ist, dann kann nicht mehr viel passieren. Und er konnte sich dann, das ist ja auch relativ schnell passiert, der europäischen Großmachtpolitik zuwenden. Der Papst fühlt sich als Sieger. Bis... Die Ereignisse überschlagen sich. Wie wir vor wenigen Minuten erfahren haben, ist Martin Luther nach seiner Abreise aus Worms entführt worden. Was sich genau abgespielt hat, wissen wir derzeit nicht. Beobachter vermuten aber, dass Martin Luther in Sicherheit gebracht worden ist. Luther ist in Sicherheit. Trotz der Reichsacht wird er von seinem Landesfürsten auf der Wartburg versteckt. Luther wird weiter an seiner Vision von Kirche arbeiten. Martin Luther übersetzt auf der Wartburg die Bibel ins Deutsche. Auf seinen Thesen und seiner Theologie gründen die lutherischen Kirchen. Heute gehören ihnen etwa 75 Millionen Christen an. Noch heute ist der Kirchenbann gegen Luther nicht aufgehoben. Von nun an wird die Kirche von Rom nicht mehr die einzige Kirche des Abendlandes sein. Ich glaube nicht, dass es im modernen Management-Sinne auch sowas wie Leadership gab. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gab, der sich das Thema so zu eigen gemacht hat, dass man sagen kann, wir müssen die Situation bewerten, wir müssen Konfliktlinien abbauen, wir brauchen dazu Angebote, die wir formulieren können. Ich glaube, all das hat es in dem Sinne nicht gegeben.
Am Anfang waren es jene 95 Thesen, die sich gegen die Auswüchse des Ablasshandels wandten und die Macht des Papstes herausforderten. Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Vor 500 Jahren brachten Luthers Gedanken die Welt aus dem Gleichgewicht. Luther ist einer der ganz großen Theologen der Christenheit, auf eine Stufe zu stellen mit Augustin, Thomas von Aquin, Bonaventura. Und weil das so ist, kann man ihn auch nicht einer Konfession überlassen, sondern von Luther leben wir alle.